ganz toll bei dem Projekt ist, dass so wahnsinnig viele Leute mitgemacht haben. Ich glaube, wir sind jetzt bei 30 Leuten, die in dem Team wirklich mitgearbeitet haben, von Anfang bis zum Ende. Das Projekt ist gewachsen mit jeder Woche im Prinzip, weil neue Leute dazu gekommen sind, wieder ein neuer Bereich abgedeckt wurde. Das war auch das Überraschende dann, denke ich, für alle, für das ganze Team, dass das wirklich so eine schöne Zusammenarbeit war über die ganze Zeit. Kommt mal auf mich zu, bitte. Tja, hallo liebe Freunde, das ist unser Kran. Ist das gut zu sehen hier? Kann ich ein bisschen Milch oder Zucker zum Kaffee bekommen? So, und bei euch da oben ist alles gut? Das ist super. Aber wir haben keinen Kaffee. So wird ein Szenenbild erstellt. Florian baut die nächste Szene auf. Olli und Felix im Büro. Die Drehszenen werden jetzt mal durchgesprochen. Ja, ich muss sowieso im Laufe des Tages. Ferdinand springt auf, um dies zu demonstrieren. Ferdinand, ich muss zum Pfarrer und ihm bei einer Zeremonie helfen. Hat der Bürgermeister angeordnet. Bis später. Erlaubt ist. Ich zeige die gesamte Szenerie von hinten. Man sieht jetzt also die ganzen Rückseiten. Eine Szene, die eigentlich ganz einfach mit geringem Aufwand gedreht ist, aber wahnsinnig gigantisch wirkt und immer viel Begeisterung hervorgerufen hat bis jetzt, ist eine Szene, wo eine Figur in einem Grab sitzt und dann schaufelt. So, haben Sie eigentlich schon unsere Leiche gesehen? Hast du sie schon gesehen? Nein, bisher noch nicht. Du musst ein bisschen aufpassen, die wirft mit Erde. Wenn ich das mal eben zeigen darf. Folgen Sie mir noch mal. Man sieht oben nur die Schaufel aus dem Grab kommen, sieht die Figur aber nicht. Und da lag ganz einfach eine von unseren Puppenspielerinnen, Ann-Kathrin, und hat selber geschaufelt. Hatte unten einmal Sand stehen und hat da geschaufelt. Das hat, glaube ich, 2-3 Stunden gedauert. Es ist ganz einfach gemacht, mit ganz einfachen Mitteln im Prinzip, dieser Trick. Noch nie wurde das versucht. Ja, 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 ja. Das ist ja wunderbar. Man guckt sich ein paar Puppen an und sagt, okay, lass mal einen Film machen. Und am Ende des Tages ist das wirklich ein Film geworden. Wir haben also wirklich den Faden verloren. Das Schwierige beim Spielen war dann natürlich, dass die Fäden 2,20 Meter lang waren und wir ganz weit über dieser Spielfläche standen und gar nicht genau sehen konnten, eben was die Puppe unten macht. Da kamen dann viele Ansagen von Felix und Olli, die dann in der Kamera ganz nah gesehen haben, was die Puppe wirklich macht. Aber das war dann eine ziemlich harte Feinarbeit eigentlich, auch wenn eine Figur dann eine Hand nur ein Stück heben sollte oder leicht den Kopf drehen sollte. Marionetten wurden noch nie geköpft, soweit wir das mitgekriegt haben. Und das bringt natürlich erstmal technische Schwierigkeiten mit sich. 4 und. Zum einen hängen ja Marionetten natürlich an Fäden und wenn dann ein Ball kommt, der Kopf ab soll, dann sind da erstmal Fäden im Weg. Deswegen waren die Kopfszenen, die wir dann groß gezeigt haben, auch richtige Trickaufnahmen, die sehr aufwendig waren im Dreh. In einer Szene wird ein Pfarrer geköpft, da haben wir eine Stunde alleine gebraucht, eine Szene zu drehen, die dann 2 Sekunden im Film wirklich nur dauert. Und haben damit wahnsinnig vielen Menschen an einer Figur gesessen, einer links, einer rechts, einer lag unten, hat Blut gespritzt, der Kopf hing an 3 Fäden und der Körper des Pfarrers stand dann auf einer Halterung, auf einem Stativ, weil die Fäden ja weg sein mussten, damit ein Beil kommen kann von der Seite und den Kopf praktisch wegschlagen kann. Und das hat richtig lange gedauert, das hat richtig viel Zeit gebraucht. Nein! Oh! Sauerei!
bei so einem Dreh merkt man dann auch, wie viel Timing notwendig ist. Also da kommt der Ventilator, da kommt der Windstoß, da muss einer das Laub hochwerfen, der nächste muss die Nebelmaschine wieder anwerfen. Es sind wirklich ganz viele kleine Sachen, die aufeinander abgestimmt werden muss. Dann knickt bei dem Pfarrer der Fuß ein, bei der Puppe, oder der macht eine falsche Bewegung. Huch, huch. Oh. Der nächste Schritt, wo es dann nochmal eine Stufe größer geworden ist, war dann, als das Tonstudio Hastings mit ins Boot gekommen ist und zugesagt hat und dann die ganzen Sprecher für den Film gewonnen werden konnten, wo wir uns wahnsinnig freuen, dass das die Erstwahlen jeweils geworden sind und wirklich alle gleich ganz begeistert zugesagt haben. Huch. Das bin ich dann praktisch und ist das nicht herrlich, ne? Bei dem einen oder anderen Sprecher hätten wir das nicht so mal eben gedacht, aber ist so, sie sind alle gekommen und haben eine wunderbare Arbeit abgeliefert. Ach so. Hallo, du. Was?